Was ist Limbo? Ja, SourceForge ist schon mal eine Möglichkeit. Oder man googelt einfach danach und überraschenderweise ist es ganz oben, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil so viele verwenden es eigentlich, seitdem Baden-Württemberg umgestiegen ist auf eine Linux-Musterlösung von einer beauftragten Firma, verwenden das nicht mehr so viele. Ja, Linux-Based Network Boot Konsole. Ja, unter Wikipedia ist das auch beschrieben. Dort heißt es Network Boot Operating System. Interessant. Ja. Bestandteil der Baden-Württemberger Linux-Musterlösung von noch vor ein paar Jahren ist ein grafisches Bootmenü, aus dem heraus man Betriebssysteme installieren, reparieren und auch starten kann. Also die Idee dahinter ist, ein Lehrer völlig ohne IT-Kenntnisse möchte einen Rechner mit Windows installieren, bekommt beim Einschalten des Rechners eine Bootkonsole und kann dann sagen, ich möchte auf diesem Rechner jetzt ein Windows installieren oder ein Linux oder beides zusammen im Dualboot oder ein ganz anderes Betriebssystem, DOS oder so. Und das System macht das dann alles für ihn automatisch, ohne dass er irgendwas partitionieren oder einrichten muss. Ja, ich weiß nicht warum, aber in diversen Werbematerialien steht immer was von Selbstheilungsfunktionalität. Das klingt für mich danach, das Programm ist kaputt und muss sich selbst reparieren. So ist es wohl nicht gemeint, sondern der Rechner kommt wieder in einen funktionsfähigen Zustand. Das heißt, der Rechner heilt sich selber. Wenn ein Schüler hingeht und schafft es, unter Linux Root zu werden oder unter Windows Administrator, verseucht den Rechner mit Viren und allen möglichen, soll es also mit diesem Programm oder mit diesem Produkt möglich sein, den Rechner wieder in den Ursprungszustand zu bekommen, ohne jegliche IT-Kenntnisse. Ja, Limbo benutzt dafür das Imaging-Prinzip, ein verändertes Betriebssystem, ne, muss nicht korrumpiert sein, kann auch sein, dass der Schüler einfach was installiert hat, was der Lehrer nicht haben will, setzt es wieder in den Ursprungszustand zurück, in dem vorher ein Image mit dem Soll-Zustand erzeugt wird und das vorhandene System mit diesem Image dann überschrieben wird. Und zwar so intelligent, dass nur die Veränderungen wieder überschrieben werden und nicht von vorne bis hinten nochmal die Platte mit 80 oder 250 Gigabyte installiert werden muss, weil das würde einfach zu lang dauern. Ziel ist es also, dass der Lehrer das auch während dem Unterricht machen kann, ohne dass die restliche Stunde dabei drauf geht. Also optimalerweise soll es ein paar Sekunden dauern, bis das System wieder im Ursprungszustand ist. Je nachdem, wie es installiert ist und welche Bootmethode man verwendet, kann es aber auch schon mal 10 Minuten dauern. Ja, in den Schulen, an denen wir es jetzt zuletzt im Auftrag verändert haben, das herausgekommen ist dabei Linbo V3, das steht noch nicht auf Wikipedia, aber ich sage es euch gleich, wo ihr das findet. Da geht es wirklich darum, dass es so schnell passieren soll, innerhalb von ein paar Minuten, ein, zwei Minuten oder im Virtualisierungsmodus innerhalb von einer Sekunde soll das System wieder im Ursprungszustand sein. Gut, Ursprung war Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, haben das in Auftrag gegeben. Das war Linbo V1 und V2. Das war ein reines Imaging-System mit einer Größe von ungefähr 20 Megabyte. Ne, mehr war es nicht. Bestehend aus einem Linux-Kernel und einer Initial RAM Disk mit allen Imaging-Tools drin, um per Rsync Images auf eine Cache-Partition zu holen und von dort aus auf dem Rechner zu installieren. Ja, das war ein sehr einfaches Prinzip, was sehr gut funktioniert hat. Heute haben die Rechner natürlich mit der Virtualisierung viel mehr Möglichkeiten. Und für die Version V3 haben wir das System komplett neu aufgesetzt und brauchten natürlich auch mehr Pakete im Hintergrund, die nicht mehr alle in die RAM-Disk passen, vor allem bei älteren Rechnern nicht. Die brauchen also schon mehr Speicherplatz. Insgesamt ist das System jetzt mit allen Bibliotheken, VirtualBox und Support-Tools etwa 1 GB groß, das aber runterkomprimiert wird auf etwa 500 Megabyte. Und die müssen auch nicht übers Netz geladen werden, die können auch remote über NFS gemountet werden, sodass das System nach wie vor sehr, sehr schnell bootet. Ja, ist aber auf Knoppix-Basis, das heißt, wir haben schon ein richtiges System mit Desktop-Oberfläche und man könnte sogar in dem Webbrowser Firefox, der mit integriert ist als grafische Oberfläche, ja, so ähnlich wie Chrome OS, also der Browser ist die Oberfläche. Man könnte da drin auch Webseiten laden oder Filme abspielen. Man muss also Limbo nicht nur zum Imagen verwenden, sondern kann Limbo auch direkt als Präsentationsplattform einsetzen. Das war zwar nicht Teil unseres Auftrags, aber das ist dabei mit rausgekommen. Gut, das heißt, wir verlassen jetzt mal die offizielle Wikipedia-Seite und gehen auf die zwar nicht geheime, aber erstaunlicherweise auf Google noch gar nicht auffindbare GitHub-Seite.
github.com. Ja, ist ja inzwischen die Webseite für sehr, sehr viele Open-Source-Projekte, http://github.com. Dort finden sich die Sourcen von Linbo V3. Ja, am besten, na, ich weiß zwar die URL auswendig, aber am besten geht man da einfach und sucht nach Linbo V3. Ja, Linbo V3, Version 3. Gut, Martin Oehler, das als Hinweis, ist ein Kollege, der hat mit mir dieses System aufgebaut. Er war für die grafische Oberfläche zuständig und für die Technologie auf der Seite der Administration. Das heißt, dort werden die Images in der Datenbank verwaltet und mit mehr oder weniger komplizierten Mechanismen kann man auch Versionierung machen und hat ein grafisches Interface für die Verwaltung von Images. Ich habe das Backend gemacht, das heißt die Technik zum Ausrollen für die Virtualisierung. Im Prinzip ist dabei wieder ein großes Shell-Skript rausgekommen, was die ganze Arbeit leistet und natürlich die Support-Tools, die in dem Knoppix-Image drin sind. Ja, wenn man da drauf klickt, bekommt man keine installationsfähige Software. Wir haben uns diesmal dafür entschieden, ein From-Scratch-System aufzubauen, das im Wesentlichen aus einer großen Dokumentation besteht und vielen Skripten, die ein Linbo-System selber bauen. Das heißt, das Konstruieren, Zusammensetzen von dem Linbo, das erfordert schon einiges an Linux-Skills. Das Benutzen hingegen ist sehr, sehr einfach. Das kann auch jemand, der von der ganzen IT-Technik, von Linux oder Windows, nicht so viel Ahnung hat. Gut, das heißt, am besten gehen wir auf die Dokumentation. Und dort gibt es das Linbo V3 Handbuch .pdf. Ja, wenn man das angucken will, geht man hier auf RAW, dann wird es runtergeladen. Das habe ich natürlich schon vorbereitet. Ja, das ist hier. Ich mache die Vergrößerung mal wieder aus. So, technische Dokumentation und Handbuch für IT-Personal. Das ist also sozusagen die Installationsanleitung und Übersicht über das Funktionsprinzip von Linbo. Die Softwarearchitektur ist die Skizze hier am Anfang. Was macht ein Rechner nach dem Einschalten? Nach dem Einschalten geht erstmal die Firmware des Rechners los und dann gibt es zwei Varianten. Man bootet übers Netzwerk oder man bootet lokal von Festplatte. Wenn wir davon ausgehen, dass die Platte in einem undefinierten Zustand ist, weil da irgendwer irgendwas dran gemacht hat, dann ist es am günstigsten, wir booten übers Netzwerk. Das heißt, auf der rechten Seite der PXE-Boot. Wir brauchen also serverseitig einen PXE, DHCP, TFTP-Server. Installation und Konfiguration ist in dem Dokument beschrieben. Dann holt sich der Rechner übers Netz den Kernel und eine Initial RAM Disk per TFTP. Dann startet ein Mini-Knoppix, so ähnlich wie wenn man den Knoppix Terminal Server verwendet und dann ein Knoppix übers Netzwerk bootet. Der lädt sich dann die aktuellen Konfigurationsdaten für diesen Rechner vom Server oder alternativ, falls der Server jetzt nicht erreichbar ist oder keine Daten vorliegen für diesen Rechner, aus dem lokalen Cache, falls dort schon mal Linbo installiert war. Ja, es gibt also immer Fallbacks, wenn eine Sache nicht funktioniert, dann wird die nächste versucht. Dann werden die Partitionen des Rechners durchsucht, was da drauf ist, ob der Rechner also schon im Sollzustand ist oder nicht. Falls er das nicht ist, dann wird der Rechner umpartitioniert, sodass er, wie in der Konfigurationsdatei vorgeschrieben, partitioniert wird, dass die Betriebssysteme übers Netzwerk drauf kopiert werden. Und wenn das alles fertig ist, dann kommt ein Boot-Auswahlmenü, das möglichst einfach zu benutzen sein sollte. Deswegen läuft es im Browser und ist in der Programmiersprache Django, das ist so ein JavaScript-Bibliothek, programmiert und setzt sich also aus der Konfigurationsdatei eine grafische Benutzeroberfläche zusammen. Das ist dieses Boot-Auswahlmenü und dort kann man dann auswählen, was jetzt als nächstes passieren soll. Die Schritte vom Einschalten des Rechners bis zum Boot-Auswahlmenü hängt ein bisschen davon ab, ob der Rechner schon im Sollzustand ist oder nicht. Je nachdem, wie groß die Images sind, kann das also schon eine Weile dauern. Wenn der Rechner schon installiert war mit Linbo und alle Daten im Cache aktuell sind, dann vergehen zwischen Einschalten des Rechners und Anzeigen des Bootmenüs ca. 10 Sekunden. Das ist also eine sehr schnelle Bootmethode hier gewählt, also nicht vergleichbar mit dem Starten eines normalen Debian-Systems, wo erstmal viele Skripte hochfahren müssen,
was haben wir hier schon Knoppix-mäßig optimiert, sodass man schnell loslegen kann. Ja, die administrativen Funktionen stehen erst nach einem Login zur Verfügung. Schüler und Lehrer ohne Anmeldung können die Sachen auf der rechten Seite machen. Das besteht aus Betriebssystembooten mit oder ohne Synchronisation. Synchronisation bedeutet also diese Selbstheilung bzw. das Reparieren von einem Betriebssystem auf der Festplatte. Und da gibt es jetzt in Linbo V3 zwei Varianten. Die alte Variante mit Realboot, das heißt, es wird das Betriebssystem direkt gestartet, bei Linux per kexec oder per gru.exe bei Windows. Oder alternativ, falls der Rechner das nicht kann, und wir hatten da bei unserem Kunden eigentlich durchweg Rechner, die kexec einfach nicht machen konnten, da hat sich das BIOS direkt nach dem Start des Betriebssystems ausgeschaltet und da war kein Booten per kexec mehr möglich. Dort mussten wir den Rechner nochmal so ein Soft-Reset machen lassen und aus dem heraus hat er dann Windows oder Linux booten können. Ja, also die beiden Bootmethoden existieren parallel und können in der Konfigurationsdatei angegeben werden. Die kexec, wenn sie funktioniert, ist natürlich deutlich schneller, weil er dann ohne Neustart direkt in das Betriebssystem reinbooten kann. Aber das muss man ausprobieren, ob der Rechner das kann oder nicht. Ja, im schlimmsten Fall muss man über Reboot gehen und dann dauert es noch so ein, zwei Sekunden, bis sich wieder das BIOS initialisiert hat und das Betriebssystem anbootet. Gut, in der zweiten Variante, die funktioniert analog dem Virtualized Lab. Das heißt, dort wird das Betriebssystem nicht direkt nativ gestartet, sondern es startet VirtualBox wahlweise oder automatisch in 32 oder 64 Bit, je nachdem, ob der Rechner mit einem 32 oder 64 Bit Kernel hochgefahren ist. Das legt man bei der Serverkonfiguration fest, wie viel Bit der Rechner hat bzw. dessen CPU. Und dann wird die entsprechende VirtualBox in der richtigen Bitness gestartet. VirtualBox startet dann das gewünschte Betriebssystem per Virtualisierung im Fullscreen-Modus. Ja, der Schüler sieht also einfach ein Windows und ein Linux, kann darauf ganz normal arbeiten. Und wenn er dieses Betriebssystem runterfährt oder rebootet, dann kommt wieder das Bootauswahlmenü von Linbo. Das heißt, der Rechner wird nicht neu gestartet, sondern stattdessen landet man wieder im Bootmenü. Ja, auch wie bei dem Desktop for Education ist es hier so, dass wir mit Snapshots arbeiten. Das heißt, das Betriebssystem wird nicht verändert, egal was der Schüler anstellt, ob er irgendwelche Viren installiert, Bildschirmhintergrund austauscht oder einfach sagt, ich erlaube mir einen Scherz und lösche alle Menüs und Icons auf dem Desktop. Nach dem im Bootauswahlmenü wieder das Betriebssystem gestartet wird, ist dieses virtuelle Image wieder im Ursprungszustand. Man hat also keine Möglichkeit, irgendwas permanent zu ändern, es sei denn, man ist Administrator und arbeitet hier auf der linken Seite bei den administrativen Funktionen. Dort hat man nämlich die Möglichkeit, die Betriebssysteme, die auf dem Rechner drauf sind, neu zu bauen, ein Image zu erzeugen und wieder auf den Server hochzuladen, woraufhin alle Rechner, die mit Linbo booten und dieses Image verwenden, das dann beim nächsten Start aktualisieren können. Ja. Weitere Funktionen sind solche, wo man manuell reparieren kann oder auf dem Server die Konfiguration zu verändern. Da jetzt sowieso ein Browser läuft als Desktop-Oberfläche unter Linbo, kann man sich über diesen Firefox auf den Server einloggen und dort die Konfiguration auf der Serverseite durchführen. Man hat also die Möglichkeit, sowohl auf dem Client als auch auf dem Server zu arbeiten über dieses Linbo-Boot-Auswahlmenü. Beides bedingt allerdings, dass man sich hier mit seinem Passwort beim Linbo-Server authentifiziert. Gut, was haben wir hier noch? Ja, beim Realboot habe ich noch ein bisschen was übersprungen. Über das kexec kann man Linux oder Windows booten. Gru.exe verwenden wir hier als Universal-Bootloader. Dieses Gru4DOS, was wir verwenden, das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie ein Linux-Kernel, der aber die Funktionen von Gru beinhaltet und sowohl auf X2, X3, X4 als auch auf NTFS zugreifen kann und dann das gewünschte Betriebssystem direkt losstarten lässt. Verwenden wir auch als Bootloader für Linbo selber. Das heißt, wenn man Linbo auf Platte installiert mit einem lokalen Bootloader, braucht man kein Netzwerk mehr und kann direkt Linbo aus dem Master Boot Record starten lassen und bekommt das Linbo-Menü dann. Das läuft dann alles lokal ohne Netzwerk und die Images kommen in diesem Fall und nur aus dem Cache vom Rechner und können auch direkt gestartet oder über die Virtualisierung gestartet werden. Ja, also in diesem Moment kann man den Rechner auch standalone betreiben und das war auch eine Anforderung,
weil einige der Rechner eben Notebooks sind, die nicht ständig am Netz hängen und die sollen über LAN abgedatet werden können, aber über WLAN sollen sie einfach nur normales Netz haben. Ja, das ist also die Architektur des gesamten Systems und so charmant einfach sich das anhört, hat es einiges an Dokumentation und Installation produziert, die sich dann in diesem Dokument wiederfinden. Bevor man vorhat, Limbo einzusetzen, sollte man sich das also mal in Ruhe durchlesen und überlegen, ob sich der Aufwand lohnt, beziehungsweise ob es wirklich das macht, was man sich vorgestellt hat. Ne? Das ist also ein Betriebssystem, Verwaltungs-, Rettungs- und Ausrollsystem, was zum Ziel hat, dass man möglichst wenig manuelle Arbeit machen muss. Also das manuelle Partitionieren von Rechnern, das entfällt hier völlig. Wenn die über PXE booten, dann werden die automatisch installiert, partitioniert, eingerichtet, bekommen einen Master Boot Records und sind dann auch Standalone bootfähig. Ja, für das Entwicklungssystem, was bei Limbo dabei ist, ist jetzt also hier am Anfang so ein bisschen was über die Technik in dem Dokument. Da gibt es auch die Möglichkeit, das lokal zu testen. Einmal in der Netzwerkversion mit Make-PXE-Test. Da kann man sich das Ganze mal angucken in einer simulierten Umgebung oder Make-HD-Test. In dem Fall würde der Rechner virtuell von Festplatte starten. Na, das habe ich jetzt schon vorbereitet und so eine kleine Festplatte mit ein paar Betriebssystemen drauf mitgebracht, wo die Limbo-Dateien ebenfalls drauf sind und kann das so hier schön in dem VirtualBox einmal zeigen. Hier ist eine Frage. Moment. Ja, das sieht man eindeutig. Also das hat nicht die gleiche Qualität wie LaTeX. Das war Anforderung unseres Kunden. Die wollten halt auch selber dran weiterarbeiten können und die kennen sich mit LaTeX nicht so gut aus. Und deswegen haben wir es in LibreOffice geschrieben. Ja, also das sieht man. Ganz andere Qualität als bei LaTeX. Ja, das sieht man auch hier, die Abstände zwischen den Buchstaben alleine daran, erkennt man schon, dass es nicht diese Buchdruckqualität hat und auch die Überschriften, ja, hier die Abstände sind auch etwas gewöhnungsbedürftig, auch die Tabellen sehen nicht so schön aus wie bei LaTeX, ja, aber man kann es lesen, ne? Das war die Hauptsache, es muss ein Dokument sein, das man mit einer grafischen Software weiter editieren kann und es muss alle wichtigen technischen und administrativen Funktionen von Limbo abbilden und gehörte dann zu unserem Auftrag dazu. Da haben wir uns halt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt und das war LibreOffice. So, wo haben wir das hier? Muss ich mal gucken, ob die Platte das Umhängen überlebt hat. Nee, die muss ich nochmal mounten, wie es aussieht. Starte ich auch die Dienste, die dazugehören, nochmal neu. Hier sieht man auch gleich, was für Voraussetzungen der Server, der im Netzwerk des Limbo an die Clients zur Verfügung stellt, erfüllen muss. Wir brauchen also einen DHCP-Server, der wird jetzt neu gestartet. Dann brauchen wir einen NFS-Server, einen rsync-Server und TFTP ebenfalls. Statt dem NFS-Server kann man auch einen Samba-Server verwenden. Das heißt, grundsätzlich kann der Server auch ein Windows-Rechner sein. Ja, der Aufwand zur Installation und Administration ist dementsprechend dann höher, aber theoretisch möglich. Also wir verwenden lediglich Standarddienste und nicht selbstprogrammiertes auf der Serverseite, wo man jetzt noch irgendwas kompilieren und installieren müsste, sondern wirklich Hauptsache rsync. Rsync ist das Wichtigste, denn rsync sorgt dafür, dass die Images auf Einzelrechnern ausgerollt werden können und dass nur die Änderungen zum bisherigen Image übertragen werden. Gut, Serverseite läuft also. Jetzt mache ich mal einen PXE-Test. Ja, das ist jetzt also so ein virtueller Client. Ein Rechner, der über PXE bootet. Der bekommt vom Server seine IP-Adresse zugewiesen, startet jetzt automatisch einen 64-Bit-Linux-Kernel. Ja, das ist der Limbo-Kernel, der hier verwendet wird. Holt sich jetzt nochmal seine IP vom Server. Das macht er immer zweimal. Ja, und jetzt guckt danach, sind die Partitionen alle in Ordnung? Das geht sehr schnell. Hier steht, alle Partitionen sind okay. Er überprüft die Cache-Partition, ob die Betriebssysteme, die dort installiert sind, alle noch vorhanden sind. Das ist dieses Windows 7, was in Wirklichkeit das schlimmste Windows von allen ist, nämlich das Vista. Da habe ich mich nur im Dateinamen geirrt.
Und jetzt startet er die grafische Oberfläche, also den Firefox mit dem Django drin. Der guckt jetzt nach, ob noch ein zweiter Server im lokalen Netzwerk ist. Ja, das dauert ein Weilchen, solange sieht man hier jetzt kein Logo, könnte man noch einbauen, sondern erstmal nur einen dunklen Bildschirm. Irgendwann kommt dann der Firefox und stellt in der grafischen Oberfläche den Inhalt der zentralen Dynbo-Konfigurationsdatei dar. Da ist es. Ja. Also auf echter Hardware dauert es noch wesentlich kürzer. Diese Oberfläche ist jetzt also aus einer Textkonfigurationsdatei generiert und ist das, was der Schüler auch sehen kann. Für die Farbe der Icons und die Beschriftung bin ich nicht verantwortlich, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das sieht auf dem Video ganz gruselig aus. Aber die Tooltips, die kann man besser lesen. So, das hier wäre Windows einfach starten, so wie es im Moment auf der Platte drauf ist. Das wäre Sync und Start. Ja, das untersucht also alle Dateien, die bei dem Windows dabei sind. Das sind bei dieser Installation ungefähr 180.000 Dateien, die da drauf sind, inklusive installierter Software wie Google Earth und Co., die die alle mit dabei haben. Dieses komplette Sync und Start, das kann ja, schon eine Weile dauern, also 15 Minuten vielleicht, also etwas länglich. Das Quick Sync untersucht hingegen nur die Verzeichnisse, auf die ein normaler User Schreibrechte hat unter Windows. Das müsste sein Windows Users, Windows eigene Dokumente und irgendwas mit Desktop. Ja, so genau kenne ich mich nicht aus, ins TMP-Verzeichnis noch. Und behebt die Änderungen, die der Schüler dort durchgeführt hat. Das dauert nur ein paar Sekunden. Ja, also solange der Schüler nicht als Administrator irgendwas am System gemacht hat, kann ich mit dem QuickSync den Rechner wirklich in Sekundenbruchteile wiederherstellen. Das ist die native Version, das heißt, die bootet tatsächlich direkt das Windows auf dem Rechner. Gut, hier unten sind dann noch die üblichen Kandidaten Reboot, Shutdown und Log-Datei anzeigen. Ja, ich mache mal ein Toggle-Log. Das ist dann hier unten und da sieht man, was passiert. Ich mache jetzt mal einen Quick-Sync, so zum Zeitvergleich, wie schnell das dauert, das Windows wieder zurückzusetzen. So, Precache. Untersucht. Wobei ich hoffe, ich habe in der Konfigurationsdatei auch den QuickSync eingetragen, sonst macht er doch einen vollen Sync. Ah, hier steht Vollsync. Ja, dann habe ich es in der Konfigurationsdatei vergessen. Muss ich es abbrechen? Oder ist es schon weiter? Nee, das Fullsync dauert mir zu lange. So. Terminated. Ja, auch für die Geschwindigkeit der grafischen Oberfläche bin ich nicht ganz verantwortlich. Das ist dieses Django, das sollte eigentlich so langsam merken, dass ich hier auf Cancel gedrückt habe und den Prozess dann auch abbrechen und mir das Booten in das OS herein ermöglichen. Wenn es das nicht tut, ist es eigentlich ein Bug. Das habe ich noch gar nicht probiert. Was passiert, wenn ich den Browser beende? Ah ja, dann startet die grafische Oberfläche neu. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Quick Restart zu machen. So, dann machen wir direkt Start. Halt, hab noch was vergessen. Kommando zurück. Ich habe jetzt übers Netz gebootet. Das heißt, wenn ich jetzt einen Neustart mache, dann wird er natürlich versuchen, wieder übers Netz zu booten. Das möchte ich nicht, sondern stattdessen möchte ich direkt von Platte starten. Ja, das ist jetzt die Variante, wo Windows direkt von Platte startet. Linbo. Und da sieht man auch, was dieser Start-Button macht bei Linbo. Der trägt nämlich in das Group-Menü, was auf dem Master Boot Record ist, das Windows als nächstes zu startendes Betriebssystem ein. Das heißt, beim Einschalten ist der Cursor dann hier und startet das Windows automatisch. Genau einmal. Wenn das Windows dann wieder runtergefahren wird, der Rechner neu gestartet wird, dann hat man wieder die Linbo-Oberfläche auf dem Schirm. So, das ist jetzt halt so ein normaler Windows-Boot, wie Windows normalerweise von Platte bootet. Nicht schneller und auch nicht langsamer. Ja, Windows Vista, weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich glaube, das braucht ein Weilchen.
Das ist jetzt noch nicht wesentlich viel Neues gegenüber dem, wie es früher war, also Images ausrollen, synchronisieren und direkt von Platte starten. Die neue Funktion ist halt die Virtualisierung innerhalb von dem Linbo und zu diesem Zweck habe ich einen zweiten Rechner dabei, der auch virtualisieren kann. Habe den übers Netzwerk an meinen angeschlossen, über normales LAN-Kabel, benutze den meinen Hauptrechner jetzt als TFTP, DHCP und so weiter Server und boote den zweiten dann per TFTP bzw. per PXE. Ja, währenddessen bootet immer noch das Windows Vista. Ja, genau, aktivieren und so weiter. Wenn es schon aktiviert ist, dann bleibt es auch aktiviert. Später aktivieren. Abbrechen. Okay, weg damit. Das war also die in KVM laufende Version. So, jetzt können wir mal einen echten Boot wagen über Linbo. Gut, PXE stimmt schon, allerdings, wie kann ich den Bildschirm aktivieren? Ja, also ich sehe bei mir schon was, leider sieht man den Bildschirm noch nicht auf dem Beamer. Ja, da ist er jetzt schon beim Linbo-Start bei mir. Beamer hat sich immer noch nicht gemeldet. Da habe ich in der Konfigurationsdatei noch eine andere IP-Adresse eingetragen. So, Suche nach Linbo. Nee, da muss ich nochmal. Allerdings hätte ich schon ganz gerne, dass man dabei auf dem Beamer was sieht. Ich versuche mal den Key zu finden, um das zu machen. LCD. Setup vielleicht, Bildschirm gibt es gar nicht. Gibt bei dem Rechner leider keine Option, womit ich den externen Bildschirm direkt einschalten kann. Na, dann wird man es erst sehen, wenn das Linbo bereits oben ist.
0.100. Jetzt kriegt er keine IP-Adresse. Ich starte mal den Limbo-Server neu. Das könnte es natürlich auch erklären. Ja, jetzt will der hier wieder nicht übers Netz booten. Also wie verhext. Ich kriege immer, wenn ich es vorführen will, auf den Knoppix-Tagen geht es nicht. Gut, naja, vielleicht erholt er sich nochmal und ich mache so lange mit der Dokumentation etwas weiter. Stecke ich wieder um. Also im Prinzip können wir auch aus der Doku die Screenshots sehen, die hier eigentlich hätten draufkommen sollen. Ja, Verteilung der Images. Ja, also was am Anfang passiert ist, der Server schickt dem Client, egal ob der jetzt virtuell bootet oder real, die Betriebssysteme als Image auf eine separate Partition rüber. Dafür gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal Multicast über UDP-Cast, so wie das Desktop for Education auch macht. Torrent haben wir drin, das heißt, wenn ein Rechner die Images schon hat, dann können die anderen Rechner das auch von ihm beziehen und müssen nicht alle auf den gleichen Server gehen. So, C-Loop verwenden wir für das Datenformat. R-Sync ist unser Main-Feature eigentlich. Damit kann man die Images teilweise übertragen. Also wenn sich an einem Image nicht viel geändert hat, werden nur die Änderungen zur letzten Version mit übertragen. So, und da ist jetzt für die Administratoren die Hinweise, wie man das ganze Ding installieren kann. Man braucht einen DHCP-Server, einen R-Sync-Server, wahlweise NFS oder Samba-Server, also so einen Windows-File-and-Print-kompatiblen Server, den man auch unter Linux einrichten kann. Optional wäre auch noch ein Apache-Web-Server auf dem Server mit installiertem Django-Framework. Damit kann man dann grafisch administrieren und die Rechner ja, in eine Gruppe aufnehmen, dass man zum Beispiel sagen kann, ich konfiguriere jetzt einen ganzen Klassensaal mit IPs und zu startenden Betriebssystemen. Ja, optional ebenfalls den Multicast-Server und einen Torrent-Tracker kann man auch starten, wenn man dieses Torrent-Feature nutzen will. Die PXE-Konfiguration vom Server ist ja angegeben, was also minimal vorgegeben werden muss, mit Hinweisen, wie man das testen kann, ob es funktioniert. Die R-Sync-Konfiguration, bei mir ist diese kleine Platte, die jetzt an dem Rechner hängt, die Platte mit den Limbo-Images, standardmäßig kann man die auch unter surf-limbo eintragen. Dort wird sie dann gesucht und
die Images von dort aus per AirSync übertragen an die Clients. Da die Images bereits komprimiert sind, ist hier angegeben, dass die nicht nochmal beim Übertragen komprimiert werden sollen. Ansonsten hätte man doppelten CPU-Verbrauch. Das muss nicht sein. Deswegen sind solche Sachen vom Komprimieren excluded. So, ein Upload-Directory gibt es auch. Es gibt nämlich ein praktisches Feature für diese Virtualisierung. Wenn man sich als Lehrer angemeldet hat, kann man die, oder als Administrator, kann man auch in einem Master-Modus starten, sodass das Windows read-write ist. Das heißt, es wird dann nicht mit einem Snapshot gearbeitet, sondern man arbeitet direkt im Image und kann dort Änderungen vornehmen. Wenn man damit fertig ist, kann man das Image auf den Server wieder hochladen. Das bekommt dann eine neue Versionsnummer und kann dann beim nächsten Mal in die Konfiguration von anderen Clients übernommen werden. Man hat also die Möglichkeit, direkt am Client an den virtuellen Systemen Änderungen vorzunehmen und diese Änderungen anschließend wieder hochzuladen. Und dafür bedarf es eines Passworts, damit nicht jeder Schüler einfach neue Images auf den AirSync-Server hochladen kann. Der Server-Share heißt hier Linbo Upload und erfordert ein Passwort. Das steht in der Datei etc/airsyncd.secrets, ja, und sollte dann den Administratoren bekannt gemacht werden. Ja, die Datei sieht dann im Prinzip so aus. User Linbo, Passwort geheim. Natürlich nimmt man sich dann ein anderes Passwort. Gut, um zu überprüfen, ob die Images auf dem Client aktuell sind, bedienen wir uns eines kleinen Tricks. Das macht AirSync zwar auch, aber überprüft dabei den Dateistempel, also Uhrzeit und Dateigröße. Na, wenn sich die Dateigröße ändert, dann ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass die Datei verändert wurde und neu gesynkt werden muss. Aber beim Zeitstempel kann es Unterschiede geben. Nicht alle Rechner haben die gleiche Uhrzeit und manche synchronisieren sich vielleicht nicht übers Netzwerk mit der Uhrzeit und deswegen kann es sein, dass der Zeitstempel nicht stimmt. Wir verwenden für jedes größere Image so eine Infodatei, wo das da drin steht. Und wenn diese Infodatei sich nicht geändert hat, gehen wir davon aus, dass sich der Dateiinhalt... wenn die Infodatei noch zu der Datei auf der Platte passt, dann gehen wir davon aus, dass sich die Datei nicht geändert hat. So rum. Ja, das heißt, es wird nicht überprüft, die aktuelle Uhrzeit vom Rechner, sondern der Dateistempel von der Datei mit dem, was hier in der .info-Datei drinsteht. Ja, und so können wir durch Überprüfen der Infodateien sehr schnell feststellen, ob sich ein größeres Image verändert hat, ohne dass wir das jetzt nochmal komplett blockweise synken müssen. So, der NFS und der Samba-Server, warum brauchen wir den eigentlich? Wir könnten eigentlich alles mit AirSync machen, aber da ist ja jetzt noch das mit der Knoppix. Das Betriebssystem selber wird über NFS oder über Samba gemountet. Zumindest beim ersten Boot ist es so, wenn auf der Platte noch gar nichts drauf ist. Und dafür brauchen wir dann einen Server, der halt per NFS oder per SMB dieses Knoppix-Image zur Verfügung stellt, sodass man es remote starten kann. In dem Fall läuft dann der Rechner quasi als Diskless-Client erstmal, sodass er die Möglichkeit hat, die Platte zu partitionieren, ohne dass schon was von Platte läuft. Und die beiden Einträge jeweils für NFS oder für SMB sind hier angegeben, was man dort auf dem Server eintragen muss, damit das auch funktioniert. Ja, hier ist dann eine Übersicht der Dateien, die von Linbo verwendet werden, die auf der Serverseite installiert sein müssen. Das ist einmal das PXE-Linux, was wir für PXE-Boot verwenden. Dann zwei Varianten von dem Linbo-Linux-Kernel. Einmal die 32-Bit-Version, einmal die 64-Bit-Version. Eine Mini-RAM-Disk, die die Installationsskripte zum ersten Ausrollen enthält. Die sind alle im TFTP-Boot-Verzeichnis. Das group.exe, womit man auch das Windows starten kann, ist im AirSync-Verzeichnis. Das Linbo-Dateisystem mit den ganzen Programmen und VirtualBox befindet sich im AirSync-Verzeichnis, zusätzlich auch im NFS- und SMB-Ordner, damit man es nämlich remote mounten kann. Optional gibt es auch noch ein Overlay, dort kann man Sachen reinpacken, die nicht Open Source sind, die zusätzlich bei Linbo verwendet werden sollten. Zum Beispiel bietet sich das an für die proprietären Erweiterungen von der VirtualBox. Ja, da gibt es ja diese 3D-Erweiterung und Zugriff auf USB-Geräte. Das sind alles Dinge, die nicht Open Source sind, die man aufgrund ihrer Lizenz nicht frei verteilen darf. Das kann man in ein zweites Image reinpacken und ebenfalls in das AirSync- oder SMB-Verzeichnis reintun. Und damit sind diese Erweiterungen dann auch auf dem Client verfügbar.
Ja, auch schulspezifische Dateien, WLAN-Konfigurationen und solche Dinge können hier untergebracht werden. Ja, die Infodateien, die werden dynamisch generiert für die Images, damit man sehr schnell überprüfen kann, ob die sich geändert haben. .cloop ist das komprimierte Containerformat für die native Installation. Und für VirtualBox, also die virtuellen Images, verwenden wir nicht wie Desktop for Education nur die VDI-Datei, sondern wir nehmen den kompletten Ordner mit der Konfiguration mit. Und das hat den Hintergrund, dass wir die Konfiguration, so wie sie ursprünglich war, umpatchen, sodass sie auf den verwendeten Client-Rechner passt. Und dazu gehe ich mal in das Skript rein, was die Hauptarbeit leistet. Sources, Limbo, Limbo, CMD. Ja, das ist das, wo ich also fast ein ganzes Jahr dran rumgebastelt habe. VBox, Manage. Ja, das ist also jetzt für die Techniker interessant. Teile davon sind in Anlehnung von dem Virtualized Lab, ist ja auch dokumentiert. Hier gucke ich zum Beispiel nach, wie viel RAM hat mein Rechner, mein Client eigentlich? Ja, und diesen Wert schicke ich durch einen Algorithmus, sodass ich ca. 75% vom verfügbaren RAM für die virtuelle Maschine verwende. Ja, da gibt es so ein If und Else. Und da gucke ich nach, wie viel könnte man ihm geben. Genau dasselbe passiert auch nochmal mit dem VRAM für die Grafikkarte. Je nachdem, wie gut der Rechner ausgestattet ist, mehr oder weniger als 2 GB RAM, gebe ich der Grafikkarte 256 MB oder 128 MB. Dann wird die virtuelle Maschine noch weiter gepatcht, irgendwelche BIOS-Logos werden rausgemacht, die erste Netzwerkkarte wird auf NAT geschaltet, dadurch benutze ich vom Host das Netzwerk mit. Alle anderen Netzwerkkarten, die eventuell vorhanden sind, werden abgeschaltet, sodass jeder Client nur eine Netzwerkkarte sieht. Als Audiosystem wird zwingend ALSA verwendet. USB wird eingeschaltet und hier unten da ist die ganze Magie drin, warum das VirtualBox im Fullscreen-Modus startet, nur mit einem kleinen Fenster, wo man USB-Geräte ein- und ausschalten kann. Das haben wir für die Schüler offen gelassen, sodass die zum Beispiel Lego-Komponenten oder andere Dinge, die man über serielle Kabel oder USB ansteckt, selber ein- und ausschalten können, ohne dass der Lehrer oder der Administrator daran muss. Ja, das schaltet also einige der Dialoge von VirtualBox aus und andere lässt es aber an. Vor allem diese ganzen Warnings werden abgeschaltet, die notorisch immer beim ersten Start von VirtualBox erscheinen. Die kommen alle weg, das heißt, man sieht wirklich im Fullscreen ein Windows starten und hat ganz oben noch so eine ganz kleine Leiste, wo man dann USB-Geräte ein- und ausschalten kann, sodass die lokal benutzbar sind. Ja, das ist also der Hauptunterschied zu dem Virtualized Lab, dass wir die Konfiguration verwenden, die der Lehrer vorgibt, aber einige Dinge, die der Client braucht, dann spezifisch verändern. An der Stelle kommt die Umschaltung in den 64-Bit-Modus. Wenn wir erkennen, dass der Rechner unter 64-Bit läuft, müssen wir die 64-Bit-Version von VirtualBox verwenden, inklusive dieser proprietären Extensions, die wir hier schon in dem Verzeichnis userlib VirtualBox Extensions suchen. Ja, in diesem Fall wechseln wir in ein 64-Bit-System, was sich im Ordner -64 befindet, machen da quasi so einen kleinen Login und von dort aus wird dann die VirtualBox gestartet. Ja, da war noch eine Sache, ja, das ist mehr so eine Anekdote. Wenn man vorher diese ganzen VirtualBox-Patch-Kommandos ausführt, startet VirtualBox fieserweise einen Hintergrunddienst. Das haben wir am Anfang nicht gemerkt. Wenn man dann im 64-Bit-Modus nochmal VirtualBox startet, erkennt das, da läuft schon so ein Dienst, kontaktiert den und der sagt dann, ich bin im falschen Bit-Modus, hallo, und verweigert den Dienst. Das heißt, wir müssen diesen VBox-Server erstmal killen, der noch im 32-Bit-Modus läuft und dann erst die VirtualBox in 64-Bit-Modus starten. Ja, das hat uns ein paar Wochen Nachdenken gekostet, warum das einfach nicht gestartet ist und wir haben dann halt herausgefunden, dass dieser übrig gebliebene Dienst halt dafür gesorgt hat, dass auch im 64-Bit-Modus das 64-Bit-VirtualBox mit dem 64-Bit-Kernel-Modul und dem 64-Bit-Betriebssystem immer noch sagte, es wird in 32-Bit laufen. Gut, VirtualBox in 64-Bit wird dann an dieser Stelle gestartet. Gut, wenn wir damit fertig sind mit unserer VirtualBox, also das System fährt runter, dann machen wir diese ganzen Bind-Mounts aus dem 64-Bit-System wieder rückgängig.
und landen wieder im Linbo Hauptmenü. Bisschen Debugcode haben wir noch eingebaut für Entwickler. Wenn man aufruft Linbo CMD Shell 64, bekommt man eine Shell in dem 64-Bit-Subsystem und könnte dann dort noch ein paar weitere Dinge installieren für VirtualBox oder für andere Sachen, die jetzt unbedingt in 64-Bit laufen müssen. Gut. Ja, Konfiguration von VirtualBox. Dann überspringe ich das mit den Clients mal. Start.conf und Start.conf-IP. Jeder Client benutzt eine einzige Textdatei zur Konfiguration. Eine globale Datei gibt es, die heißt Start.conf. Die gilt grundsätzlich für sämtliche Clients, die über Linbo booten. Was da drin steht, wird also auf den Clients, die keine spezielle Konfiguration haben, auf jeden Fall durchgeführt. Ja, das ist auch so die Stelle, wo man den Schülern sagen muss, in diesem Netzwerk solltet ihr euren Rechner nicht per PXE booten, weil dann wird der mit Linbo installiert. Ja, wir haben das dort so gelöst, dass unbekannte MAC-Adressen generell keine IP bekommen und so besteht die Gefahr nicht, aber man muss dran denken. Also dieses Start.conf gilt für sämtliche Rechner. Start.conf-IP wiederum gilt für einen speziellen Rechner mit einer speziellen IP-Adresse. Die legt man ganz normal über DHCP fest, also eine Zuordnung zwischen MAC-Adresse und IP-Adresse. Der Rechner bekommt über DHCP diese IP und versucht dann als erstes die Start.conf mit seiner eigenen IP-Adresse runterzuladen. Und die enthält dann die Information, wie dieser Rechner installiert und gebootet werden muss. Gut, das ist hier nochmal im Detail beschrieben mit sämtlichen Bootoptionen, ja, Linbo booten, grafische Oberfläche. Jetzt schauen wir mal in so eine Konfigurationsdatei rein, wie ich sie eigentlich jetzt für diesen Rechner hätte verwenden wollen, der jetzt aber über PXE auch wieder seinen Dienst verweigert. Start.conf, da habe ich so einige, 2.5 sind 100, ja, 102 zum Beispiel, 192, 168, 168.102. Ja, das ist so eine mit, ist eine mit Virtualisierung oder ist es ein nativer? Der hat beides. Der hat sowohl nativen Boot als auch virtuellen Boot. Ja, die Konfigurationsdatei ist recht einfach zu lesen. Ich lasse mal diese Zeilennummern am Anfang weg. Die sind nur für Programmierer interessant. So. Ja, wer schon mal unter Windows so INI-Dateien editiert hat, der kennt das Format so ungefähr. Nur verwenden wir als Kommentar statt des Semikolons am Anfang das Doppelkreuz und am Anfang steht, wie diese Aufteilung stattfinden soll auf dem Rechner, einfach so zu merken. Es hat keine Bedeutung für Linbo. DevSDA1 ist das Windows-Boot-System. SDA2 ist leer, ReiserFS drauf. SDA3 ist eine erweiterte Partition. Auf 5, 6 und 7 ist ein Linux-System inklusive Swap drauf. Und SDA7 ist die Cache-Partition. Die Cache-Partition ist wichtig, denn dort landen diese Images alle drauf, sodass die auch standalone ohne Netzwerk schnell restauriert bzw. gestartet werden können. Ja, also auf dem Client sollte genügend Platz sein, dass alle Betriebssysteme, die auf dem Client laufen, komprimiert in der Cache-Partition Platz haben. Ja, das Windows 7 kann ja mitunter auch mit zwei Partitionen arbeiten, eine Boot-Partition, eine System-Partition. Auch das unterstützt Linbo V3, die V2 hat das noch nicht getan, aber wir können in Linbo V3 für jedes Betriebssystem eine oder mehrere Partitionen festlegen, die dazu gehören. Diese Zuordnung machen wir über eine OS-ID. Ja, hier ist eine solche Partition. 1 hat als OS-ID 1, das heißt, die gehört zu dem Betriebssystem mit der gleichen OS-ID und das ist OS-ID 1, ja, das ist ein natives Windows 7. In dem Fall ist es auf einer Partition installiert, aber das könnte auch durchaus zwei Partitionen haben, die dieser OS-ID 1 zugeordnet sind. So haben wir also die Zuordnung, welche Partition gehört zu welchem Betriebssystem in dieser Datei. Ja? Hast du recht. Ja,
Du willst die Zeilennummer wieder haben? Willst du die Zeilennummer wieder haben? Könnte man helfen, aber wenn du noch Set-CUL dazu gibst. Was macht es? Geh mal in die Mitte. Siehst du diesen langen Strich? Ach so, das sagt mir, wo ich gerade bin. Genau, dann sehen wir es etwas einfacher, wo du bist. Das ist nett, doch, gefällt mir. Gutes Feature, danke, wieder was gelernt. Wenn du noch auf Groß V drückst, dann haben wir es in den Vers, dann sehen wir, genau. Ja, das ist markieren. Ach so, das ist markieren. Meintest du das? Ja. Okay. Ich mache das immer, das Übersetzen. Ja. Gut, gehen wir das Beispiel einfach mal durch. Also so wird Linbo konfiguriert, so würde ich das auch machen als Texteditor-kundiger Mensch. So muss das aber nicht der Administrator machen, der bekommt ein Web-Frontend, das im Prinzip nichts anderes macht, als so eine Textdatei herzustellen. Ja, also das ist eigentlich das, was Linbo braucht. Auf der GUI-Seite kann man dafür Python-Skripte schreiben oder ein PHP-Web-Frontend oder was in Django, was mein Kollege der Martin Oehler gemacht hat, oder irgendwas anderes. Man könnte auch ein Windows-Programm schreiben, was dieses Textformat erzeugt. Das ist also in der Dokumentation angegeben, wie das funktioniert. Gut, der erste Abschnitt über Linbo, das sind so globale Optionen, die gelten für das gesamte Linbo-System. Ja, wichtig für Linbo zu wissen ist, wo liegen meine Images, wo liegt ein Backup von dieser Konfigurationsdatei. Ja, das steht hier, cache gleich dev sda 7. Also wird Linbo diese Partition mounten und gucken, dass da die Images alle drauf sind und auch mit dem Server aktuell sind. Server ist der rsync-Server. Von dort aus kann Linbo per rsync die Dateien abgleichen und notfalls Updates machen. NFS-DIR oder SMB-DIR, das ist der NFS-Server oder Samba-Server, von wo aus wir ebenfalls Updates machen können. Ja, also falls man jetzt über NFS oder Samba mounten möchte, geht ebenfalls. Ja, an der Stelle ist es nicht mehr so wichtig, das anzugeben, weil diese Variable eigentlich eher für das Booten wichtig ist. Beim ersten Boot muss er das Linbo vom Samba oder NFS-Server mounten, weil auf der Platte ja noch gar nichts drauf ist. Ja, dann haben wir das Henne-Ei-Problem, bevor die Config-Datei ausgewertet wird, muss sie eigentlich schon da sein. Und deswegen ist diese Option mit dem NFS oder Samba-DIR in der Start.conf eigentlich optional. Gut, Root-Timeout ist eine alte Option, die verwenden wir nicht mehr. Das war der Zeitraum, wie lange der Root-Login aktiv ist. Die nächste ist wichtig, Auto-Partition gleich Yes, Auto-Sync gleich Yes. Das ist für Unintended Install. Das ist dieses Feature, womit man 5000 Rechner auf einmal installieren kann, einfach durch Einschalten oder Wake on LAN. Ja, Auto-Partition sagt, egal was auf der Platte drauf ist, wenn das nicht den Vorgaben aus dieser Datei entspricht, platt machen und komplett neu einrichten. Ja, das ist also die Autozerstörungsfunktion sozusagen, die Platte in den Zustand setzt, der in dieser Konfigurationsdatei vorgegeben ist. Auto-Sync gleich Yes sorgt dafür, dass alle Images, die in dieser Datei drin stehen, automatisch runtergeladen werden. Das kann man auch so machen, dass er das erst beim Start vom Betriebssystem macht. Ja, das heißt, er partitioniert, bootet hoch und wenn man dann sagt, jetzt möchte ich das Windows starten, dann erst installiert er das Windows auf Platte. Oder man macht es halt hier mit Auto-Sync gleich Yes. Dann macht das sofort. Ja, Images runterladen, auf die Partitionen ausrollen und dann erst fährt er hoch in die grafische Oberfläche und dann kann man die Dinger direkt anklicken und die starten sofort. Das kann man ihm also sagen, wie man das gerne hätte. Install MBR gleich Yes installiert einen Master Boot Record mit diesem Group for DOS, der in der Lage ist, auch lokal von der Platte zu booten. Das heißt, wenn ich den PXE Boot ausschalte und boote lokal, dann sorgt der MBR dafür, dass ich entweder in das Linbo-System reinboote oder, falls ich auf Windows starten geklickt habe, in das Windows reinstarte und diese Option dann anschließend wieder zurückgesetzt wird, sodass beim übernächsten Boot wieder das Linbo läuft. Torrent Enabled sagt, ob wir hier Torrent-Clients starten wollen, die dann auch im Netzwerk andere Rechner synchronisieren können über den Tracker oder ob das nicht passieren soll. Der Torrent-Tracker ist derselbe wie der rsync-Server hier oben. Ja, standardmäßig mache ich das auf No. Wenn man es nicht braucht, dann kostet es nur ein paar Kilobyte RAM extra. Wenn es auf Yes steht, dann wird jedes Mal, wenn ein Image geupdatet wird oder gefunden wird, ein Torrent-Tracker gestartet, der dann sagt, hallo, ich, Rechner X, habe dieses Image ebenfalls. Und dann können die anderen Rechner sich absprechen, von welchen sie diese Teile von den großen Images runterladen.
Ja, dann kommen weitere Optionen. Also hier oben, das ist die globale Konfiguration, mehr muss man dort nicht angeben. Dann kommt über die einzelnen Festplatten des Rechners, das können auch mehrere Einträge sein, die alle Disk heißen. Hier ist Vorgabe für die erste Festplatte am ersten Controller, SATA oder SCSI-Disk. Die soll vom Partitionstyp MS-DOS sein. Linbo unterstützt zwar auch Partitionierung mit GPT, also mit GUID-Partitionstabelle für Platten jenseits 3 Terabyte und Co., die mit kleinen Blockgrößen arbeiten. Da das das Windows aber anscheinend gar nicht unterstützt, haben wir das bisher nicht verwendet mit GPT-Modus. Aber gehen tut's, also man kann hier bei Type auch gleich GPT angeben und kann dann die Parte mit einer GUID-Partitionierung versehen. Standard ist MS-DOS, also das traditionelle Partitionsschema mit 4 primären Partitionen und beliebig vielen erweiterten oder logischen Partitionen. So, dann kommen die einzelnen Partitionen. Das ist also die Definition, wie soll die Festplattenpartitionierung jetzt stattfinden. Ja, Restgrößen und so weiter kann er selber ausrechnen. Die Konfiguration beschränkt sich jetzt also auf wenige Angaben. Hier ist angegeben die Partition SDA7, was unsere Cache-Partition ist, laut dem, was da oben in der zweiten Zeile steht. Die soll size gleich minus 1 haben und das bedeutet der Rest von der Platte. Nachdem alle anderen Partitionen fertig sind, soll er den Rest von der Platte für die Cache-Partition nehmen. Ja, size gleich minus 1 heißt also variable Größe über das, was noch da ist. ID gleich 83, das ist diese typische Linux-Partitionstyp, man darf das auch weglassen. Am Filesystem Type erkennt das Partitionierungsprogramm, welcher Partitionstyp hier gesetzt werden muss und mit welchem Dateisystem es formatiert werden soll. Bootable gleich Yes oder No sagt, ob das Bootable-Flag gesetzt werden soll. Das ist bei den meisten Rechnern gar nicht notwendig. Einige ältere Maschinen möchten, dass die erste primäre Partition, wo ein DOS-Filesystem drauf ist, unbedingt bootbar sein muss. Ansonsten bleiben die beim Einschalten stehen. Also ältere IBM-Notebooks haben das. Wenn die erste Partition kein Bootable-Flag hat, dann bleiben die nach dem Einschalten stehen und dann muss man die Platte rausnehmen, damit man überhaupt partitionieren kann. Da bootet dann auch kein Knoppix drauf, aber ist selten. Gut, also da kann man angeben, ob das Bootable-Flag für diese Partition gesetzt wird oder nicht. Ja, die SDA3 ist eine erweiterte Partition, da können dann weitere logische Partitionen untergebracht werden. Die darf dann auch den Rest der Platte beinhalten, weil die ja zu den ersten 4 primären Partitionen gehört. Auf dieser erweiterten wird dann später die Cache-Partition angelegt. Dann haben wir eine Partition, die gehört zu einem Betriebssystem, nämlich DevSDA1. Ja, die erste primäre Partition, die wird mit NTFS formatiert, wird als bootable markiert, sicherheitshalber, und die wird gequicksynkt. Das heißt, hier wird nur geguckt, was hat der Benutzer im Verzeichnis User oder Programmdata verändert. Und das, was dort verändert wurde gegenüber dem Original, das wird wieder zurückgesetzt. Das dauert wirklich nur wenige Sekunden, bis das Windows dann wieder im Originalzustand ist. Ja, die Größe hier soll 50 GB sein, wenn ich richtig gezählt habe. 1, 2, 3, ja, 50 GB soll diese Partition groß sein. Das ist dann die Windows-Partition dieses Rechners. Dann haben wir eine weitere. OSID 0, das gehört zu keinem, oder doch, das gehört zum Betriebssystem Nummer 0. Zweite Partitionengröße ist 1 GB. ReiserFS, die muss nicht als bootbar markiert werden. Weitere Partition SDA5. Da kommt ein Linux-Image drauf. Ja, das ist also unser erstes Image hier. Linux.cloop ist ein Linux. Das wird auf die Partition SDA5 kopiert, die laut Vorgabe hier 10 GB groß ist. Die braucht also nicht so viel Platz. Filesystem-Type ist ext4. ID ist wieder optional, Linux-Partition und gehört zum Betriebssystem Nummer 2. Dann haben wir eine Swap-Partition, die gehört auch zum Betriebssystem Nummer 2. Das heißt, wenn ich das starte, wird das auch in Ursprungszustand zurückversetzt. Ja, und damit ist die Partitionierung zu Ende. Wir haben jetzt alle Partitionen, die notwendig sind, definiert und die werden beim Booten dank Auto-Partition auch automatisch eingerichtet, falls sie nicht schon in diesem Zustand vorhanden sind. Also erkennt das, ob die Start.conf mit dem Ist-Zustand übereinstimmt und nur dann, wenn es nicht der Fall ist, partitioniert er automatisch neu bei Auto-Partition.
Ja, erstes Betriebssystem mit OS-ID 2, Name gleich Linux, Version gleich 1, Beschreibung, kann man noch was hinschreiben. Das erscheint dann in unserem GUI. Boot-Partition und Root-Partition ist DevSDA5. Der Linux-Kernel, der zu laden ist, ist VM-Linux und die Initial RAM-Disk, die dazu gehört, die initrd.image. Boot-Methode ist local. Ja, das heißt, es kann direkt von Platte gebootet werden. Append gleich Profile, das ist bei diesem Linux wohl der Fall. Das möchte als eine Option für den Kernel das Wort Profile haben. Gut, nächstes Betriebssystem ist Windows. Ja, Name gleich Windows 7, Boot und Root-Partition ist SDA1. Kernel gleich Reboot. Könnte auch Method gleich Reboot heißen, das ist an der Stelle gleichbedeutend. Das bedeutet, wenn ich hier Windows booten will, dann muss das im Master Boot Record automatisch eingetragen werden und der Rechner muss nochmal ein Reset machen. Ja, bei diesem Rechner ging das nicht, dass er in das Windows mit KXEC reinbooten kann, deswegen ist hier als Bootmethode Reboot angegeben. Ja, der Rechner hier, der kann es übrigens. Also wenn ich hier mit Methode KXEC starte, dann startet direkt aus dem Linux heraus das Windows mit seinem eigenen Bootloader, Grafikkarte macht ein Reset und dann bin ich in dem Windows Starter drin. Gut, das sind also zwei echte Betriebssysteme nativ auf der Platte installiert und das letzte hier ist ein virtuelles. Die Konfiguration ist recht easy, Name gleich Win7. Hier wird jetzt ein Ordner gesucht mit dem Namen Win7, mit Win7.vbox drin im VirtualBox-Format und das wird als virtuelles Betriebssystem in der grafischen Oberfläche dargestellt und das kann man dann dort direkt anbooten. Das mit den Patches muss ich noch erklären. Bevor Windows startet, jagen wir einen Registry-Patch drüber. Man kann zwar das Windows auch, was ja das Desktop for Education macht, so starten, dass alle Rechner mit einem identischen Windows, mit identischer Registry, identischen Maschinenaccounts und so weiter installiert sind. Anforderung von unserem Kunden war jedoch, dass die Rechner individuell sein sollen. Das heißt, jeder Rechner kann eine andere Konfiguration in der Registry haben. Und dafür haben wir einen Registry-Patcher geschrieben, der den Inhalt dieser Datei in die Windows-Registry einpatcht. Und das funktioniert sowohl für das Windows, was auf der Platte drauf ist, da machen wir einen Mount, als auch für das Windows in der virtuellen Maschine. Dort machen wir einen Loopback-Mount über ein QEMU-Block-Device und patchen dann die Registry direkt in der VDI drin. Ja, das heißt, in dem Fall ist das, was auf dem Cache ist, nicht mehr mit dem identisch, was auf dem Server ist. Trotzdem, weil die Infodatei sich nicht geändert hat, nimmt Limbo an, die Datei wäre gleich, sodass nicht nach jedem dieser Patches nochmal neu synchronisiert werden muss. Ja, also vor dem Start der jeweiligen Maschine patchen wir das Windows nochmal mit einer eigenen Registry-Datei. Ich kann mal zeigen, wie die aussieht. Wer sich mit Windows auskennt, wird das wahrscheinlich auch wiedererkennen. Limbo V3 Handbuch, wo haben wir es? Hier. Boot-Konfiguration. Ich glaube, ich suche besser. .rec. Genau, windowspatches.rec-Dateien. Ja, die sind in dem ähnlichen Format wie die vom Windows Registry Editor. Da gibt es wohl so ein Programm, was solche Registry-Patches automatisch unter Windows verarbeiten kann. Aber wir wollen ja die Registry patchen, bevor Windows startet. Das ist gar nicht so einfach. Wenn das Windows schon losgelaufen ist, dann guckt es bereits in der Registry. Und wenn man dann noch was patchen will, ist manchmal schon zu spät, weil es dann bereits sagt, abgelaufen oder falscher Host-Key oder was auch immer. Also müssen wir das machen, bevor es überhaupt losläuft. Ja, so sieht das aus. Hier wird zum Beispiel der Computername gepatcht. Der kann einen automatisch generierten Namen bekommen, je nach IP-Adresse, oder einen, der hostseitig vorgegeben wird.
Ja, standardmäßig gucken wir diesen Hostnamen im DNS nach und setzen den dann laut DNS-Eintrag, nur den Hostanteil von dem Full Qualified Domain Name. Ja, irgendwie ist Microsoft sich ja nicht einig geworden, an welcher Stelle der Computername stehen soll. Deswegen gibt es 3 Stellen in der Registry, wo das der Fall ist. Entsprechend haben wir hier auch 3-mal diesen Eintrag, der an unterschiedlichen Stellen der Registry diesen Eintrag macht. Es scheint generell so zu sein, dass ab dem Moment, wo Windows endlich Internet konnte, also TCP/IP, dass da der Hostname in dem Schlüssel System Current Control Set Services TCP/IP Parameters steht. Ja, völlig merkwürdig, dass da der Rechnername steht, aber so ist es. Der Hostname, der hier steht, wird an die entsprechende Stelle gepatcht und steht dann in dem Windows, was gestartet wird, auch so drin. Ja, wenn man dort irgendwelche Workgroups braucht, kann man die eintragen und weitere Möglichkeiten wären, bestimmte Dialoge an- und abzuschalten, Uhrzeit oder Zeitzone zu setzen innerhalb dieses Registry-Patches und das wird dann in die Windows-Registry entsprechend übernommen. Ja, und sowohl bei den lokal installierten Varianten als auch innerhalb der VGI-Datei. Oh, ein Tippfehler, um für einen Client, ja. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, Registry-Einträge lokal für Rechner zu machen, die nicht synchronisiert werden sollen, sondern wirklich eine Spezialbehandlung bekommen, die von Linbo nicht überschrieben werden soll. Das ist osname-local.reg. Diese Datei wird von Linbo beim Synchronisieren nicht verändert und kann dann zum Beispiel Änderungen, die für einen Beitritt in so eine Windows-Domäne notwendig sind, enthalten, damit man sich nicht jedes Mal neu registrieren muss, wenn das Windows neu aufgesetzt wird. Ja? Das REC-File, das liegt auf dem Server in dem Verzeichnis, wo er das rsync macht. Das wird mit auf die Cache-Partition kopiert und liegt dann da, wo auch das Image liegt. Und eingespielt wird es über ein gepatchtes CHN-TPW. Das, okay. Ja, zeige ich mal, das ist hier mit drin. VI Sources CHN-TPW. Genau, CH. Ja, also für dieses CHN-TPW gibt es dann nochmal einen Wrapper, weil unter Windows scheint die Angewohnheit zu sein, alle Textdateien nochmal so Steuerung M am Ende zu machen und so. Für solche Feinheiten, dass es auch wirklich im richtigen Format für das CHN-TPW ist, haben wir auch noch einen Wrapper geschrieben, der mit sehr viel SED-Magic die richtigen Keys einfügt und Fehler in der möglicherweise automatisch generierten Registry-Datei behebt und die ins richtige Control-Set einfügt. Und dann rufen wir auf das gepatchte CHN-TPW mit Input unserer .reg-Datei und das führt dann die Änderung innerhalb des Windows aus. Und die VDI-Datei, die mounten wir über das QEMU Loopback-Device. Das ist unter Sources Linbo CMD NBD Network Block Device. Genau, da ist es. Ja, das Network Block Device wird geladen. Anschließend ja, wird dieses Patch System, also das Skript von eben aufgerufen und das patcht dann wiederum das Windows, was dort gemountet ist. Ja, QEMU NBD ist ein QEMU Utility, was diese VDI-Images als Block-Device sichtbar machen kann und dann unter dev NBD irgendwas kann man sie dann auch mounten. Warum Sie? Weil das mit hoher Wahrscheinlichkeit noch frei ist. Also das war, ist genau wie bei C-Loop. Also wir verwenden ja bei Knoppix immer das C-Loop-Device Nummer 0 für das gemountete erste Knoppix-Image. Und da dachte ich, naja, wenn wir jetzt irgendwie innerhalb von Linbo nochmal ein Knoppix und so, dann nehmen wir lieber das war am weitesten von 0 entfernte Device, was noch innerhalb von einer Zahl von 1 bis 8, ja, und das war halt 7. Hat also keine Bedeutung, hätte auch 0 sein können oder so. Ja, also standardmäßig
erlaubt das NBD halt bis zu 16 Partitionen und das Device Nummer 7 haben wir jetzt halt rein zufällig genommen. Ne? Also nicht jetzt, weil 7 unsere Glückszahl ist oder so. Ist halt irgendwie historische Erfahrung, dass es mal passieren kann, dass die ersten Devices schon belegt sind durch irgendwas anderes. Gut, das ist also unser spezieller Registry-Patcher. Gut, also Konfiguration einer virtuellen Maschine ist innerhalb dieser start.conf-Datei wirklich einfach, denn dort gibt man nur an den Namen des Verzeichnisses, wo die VDI und die VBox-Datei drin liegt und als Patches den Registry-Patch, der dann auf diese virtuelle Maschine angewendet werden soll, bevor sie in VirtualBox gestartet wird. So, ja, jetzt wollte ich das eigentlich live zeigen auf dem zweiten Rechner, aber der versucht immer noch TFTP zu machen und schafft es nicht, obwohl der Server läuft. Dann sieht man das hier in der Doku, wie es eigentlich hätte aussehen sollen. Ja, wie gesagt, für die Farbgebung und die Beschriftung der Icons bin ich nicht zuständig. Das hat mein Kollege gemacht. Ich merke mir anhand der Position der Knöpfe, was sie machen. Gut, oben in dieser Eingabemaske kann man sich als Administrator für das Linbo-System anmelden und ab dann erscheinen die Knöpfe, womit man auch hochladen kann. Ja, der erste Knopf ist Start, der zweite Sync und Start, dann könnte noch Quick Start kommen. Als nächster kommt dann, wenn man sich angemeldet hat, das Create und das Upload. Create kann ein Betriebssystem, was bereits auf einer Partition drauf ist, mit Create Compressed FS imagen. Das schiebt das erstmal auf die Cache-Partition und von dort aus kann ich es dann mit Upload an den Server zurückschicken. Das heißt, ich muss eigentlich nie direkt an den Server dran gehen. Ich kann alles auf einem Client machen, den ich entsprechend vorbereiten will und kann dann von dort aus Images auf den Server hochladen oder versionieren. Reboot, Shutdown, Terminal steht hier, glaube ich. Nee, Terminal ist hier. Dann ist das Toggle Lock, genau. Da kann man dieses Lock hier unten ein- und ausschalten. Terminal, Update, Start.conf. Hier kann man also nachgucken, ob sich die Start.conf auf dem Server geändert hat und gegebenenfalls wieder runterladen. Hier ist gpartadd, also im Administrator-Modus kann ich manuell die Platte umpartitionieren. Dann läuft dieses ganze Ding hier über den Knoppix Terminal Server quasi diskless, sodass die Festplatte frei partitioniert und formatiert werden kann und das System läuft trotzdem währenddessen weiter. Ja, Linbo Server schaltet per Firefox auf die Adresse von dem Server um und dann kann man dort Images administrieren, freischalten oder für eine Gruppe von Rechnern einrichten. Die Software, die auf der Serverseite läuft, ist aber nicht mehr Bestandteil von Linbo. Das kann man individuell machen. Ja, und Update Linbo lädt das Linbo-System nochmal vom Server runter, schreibt den Master Boot Record neu, sodass man auch lokal mit einer geupdateten Linbo-Version booten kann. Falls man länger braucht, um diesen Rechner neu zu konfigurieren, möchte aber, dass er beim nächsten Reboot sofort mit dem neuen Linbo startet, kann man auf den Update Linbo-Button klicken und so ein Refresh von dem Linbo-System selber forcieren. Ja, am Anfang haben wir ziemlich viele Linbo-Updates gemacht, als wir noch in der Debugging-Phase waren. Inzwischen wird man den Button wahrscheinlich sehr selten brauchen. Im Info-Reiterchen sieht man, wie die Platte aktuell partitioniert ist und kann zum Beispiel, um Daten mit dem Server auszutauschen, von dort einen Mount SMB machen. Ja, das ist dann dieser Parameter SMB dir gleich und dieses Mount SMB wertet den aus und mountet das entsprechende Verzeichnis in den Client hinein, sodass man dort direkt mit den Images arbeiten kann. Wenn man einen Neustart forcieren möchte mit neuen Images, kann man die Cache-Partition an dieser Stelle auch forcieren. Das sind alles so Utilities, die dazugekommen sind, wo man gemerkt hat, die Funktion wäre noch ganz nützlich, wenn wir die in Linbo hätten und die haben wir dann entsprechend ins Frontend übernommen. Und all diese Funktionen führen eigentlich nur Linbo-CMD-Parameter aus. Ja, Linbo-Version, auch wichtig zu wissen, mit welcher Version arbeite ich gerade, wann wurde die zuletzt neu gebaut. Ja, Version des Kernels, Version vom Linbo-File-System,
Client-IP und Client-MAC-Adresse, damit man so einen Rechner zum Beispiel auch im DHCP mit Cut und Paste eintragen kann. So, dieses GUI, das läuft auf der Serverseite, das ist aber nicht Bestandteil von dem Limbo-System, was auf GitHub ist. An der Stelle müsste man den Martin Oehler fragen, ob er das vielleicht noch zur Verfügung stellen kann. Das ist also das, was auf der Serverseite verwendet werden kann, um diese C-Loop-Images zu verteilen auf verschiedene Rechnergruppen. Ja, der Rest ist Erklärung von dieser Start.conf, was da drin stehen kann. Also man kann Limbo auch komplett ohne GUI administrieren, alleine über diese Textdateien, Start.conf und Einträge darin. Natürlich ist es ganz nett, wenn man auch dafür auf der Serverseite ein GUI hat. Ja, eins davon haben wir. Ich glaube, das kann man sogar inzwischen auf GitHub separat runterladen. Ich habe da vorhin was gesehen. Ah ja, hier ist es. Der Martin Oehler hat die Client-GUI und die Server-GUI nochmal separat zur Verfügung gestellt, sogar ja, gestern geupdatet. Also da kriegt man für einen Server mit Apache und Django die Server-GUI und bei dem hier kann man die Client-GUI aktualisieren. Wir haben das so gemacht, dass der Client sich auch eine neue Version von der GUI runterladen kann, wenn auf dem Server ein Verzeichnis mit dem Namen Limbo Client existiert, dann kopiert er sich die Dateien daraus in sein Webverzeichnis und hat dann eben auch eine aktualisierte Version von dem Client GUI. Hoffentlich mit schöneren Knöpfen drin. So. Sollen wir es nochmal versuchen? Steuerung Alt entfernen, booten via Netzwerk. Bitte? Okay. Da steht schön viel wie Alt drauf. Nee, also heute will der Client-Rechner nicht. Und hier ans lokale Netzwerk schließe ich den jetzt nicht an, sonst würden die Rechner rebooten und sich mit Limbo installieren, Platte formatieren und so weiter. Da habe ich jetzt noch keine Mac-basierte Bremse eingebaut. Ja, dann müssen wir es bei der Vorführung mit der Virtualisierung per KVM halt einfach so belassen. Make HD-Test. Ja, vorhin habe ich ja einmal Limbo mit dem Windows 7 gestartet. Da war dann das Windows 7 automatisch ausgewählt. Nachdem das Windows runtergefahren ist, ist wieder das Limbo automatisch ausgewählt. So bootet er also bei jedem zweiten Start wieder in das Limbo rein und ich kann ihm dann sagen, ja, ob er jetzt als nächstes das Linux booten soll oder wieder das Windows oder reparieren oder synchronisieren. So habe ich also immer standardmäßig das Limbo-Menü auf dem Bildschirm. Ja, also genau das hätten wir jetzt auf dem realen Client eigentlich auch sehen sollen, dass er hier diese Infodateien runterlädt, vergleicht, ist der Cache aktuell und dann direkt in die grafische Oberfläche mit dem Firefox reinbootet. Gut, ja. Was wir leider noch nicht online haben, ist so eine Demo-Version oder eine fertig gebaute Version von Limbo. Im Moment ist auf dem GitHub nur das Build-System drauf. Um Limbo zu installieren, könnte man eigentlich ein CD-Image, so analog Knoppix, rausgeben. Man braucht eigentlich nur die Kernel-Datei und die Initial RAM-Disk und das Knoppix-Filesystem im Ordner Knoppix. Und das kopiert man dann auf die rsync und NFS-Partition drauf. Also Installation wäre gar nicht so schwer. Das Problem ist, wenn wir Binaries rausgeben, müssen wir von allen Binaries, die wir da drauf haben, auch die Quellen mitbringen. Und das würde bedeuten, dass wir für ein
600 MB große CD mit einem fertig kompilierten Linbo drauf, drei CDs an Sourcen, 3 Jahre lang aufheben müssen. Ja, das macht GitHub nicht lange mit. Ja, das haben wir bei Linbo V1 auch schon gehabt und bei Linbo V2, da waren die Sourcen 2 GB waren die Sourcen groß und das, was rauskam, war nur 20 MB großes Binary. Das wollten wir jetzt bei dieser Version vermeiden, indem wir nur die Build-Skripte, die das System aus Quellen im Internet zusammensetzen, drin sind und die fertig gebauten Images, war so unsere Idee, das sollen dann die Dienstleister, die die Schulen betreuen, selber bauen und dann auch selber maintainen. Und wenn die halt irgendwelche Änderungswünsche und Patches haben, bauen wir das ins Build-System noch ein. Ja, also ich würde sagen, wer Interesse daran hat und es nicht selber zutraut, es zu bauen, soll sich beim Martin Oehler oder mir melden, also knopper@knopper.net genügt schon. Und dann gucke ich, dass ich mal so ein fertig gebautes Image hochladen kann, mit oder ohne Quellen, womit man dann selber schon mal experimentieren kann. Ja. Gut, hier sehen wir es nochmal live im KVM drin. Ja, das Login und Passwort sieht man erst, wenn man das in der 800x600 Auflösung etwas verkleinert hat. Dafür sieht man denn die Schrift von den Buttons überhaupt nicht mehr. Hier kann ich mich jetzt als Administrator einloggen. Ja, woraufhin dann hier diese neuen Buttons erscheinen, ich mir die Partitionierung angucken kann, SMB-Verzeichnis mounten kann, eine Partition zum Beispiel, ich kann sagen, ich möchte dieses Windows, was ich jetzt auf der Platte drauf habe, als ein neues Image machen, win-neu.cloop, ja, dann klicke ich auf Image Selected Partition. Und daraufhin baut er mir aus dieser Partition eben ein neues C-Loop-Image, was ich dann im nächsten Schritt hochladen kann auf den Server, dort in die start.conf eintrage und dann können die Clients das im nächsten Schritt auch benutzen. Wo ist das Gpart at? Ja, eine wichtige Funktion für mich ist das Terminal. Kann man da eigentlich die Schrift auch größer machen? Ah ja. Ich glaube, Inverse gab es da auch. Reverse Video. Das geht. Also den Prompt braucht man nicht zu sehen. Ja, aber die schwarze Farbe für die Schrift. Linbo CMD. Ja, also grundsätzlich kann man das Linbo auch verwenden, komplett ohne grafische Oberfläche. Das heißt, falls wieder erwarten, der X-Server nicht hochkommt, kein Firefox, kein GUI zum Klicken, könnte man auf der Textoberfläche auch mit Linbo CMD arbeiten. Die Syntax ist mehr oder weniger gut auch schon so in der Kommandozeilenoberfläche beschrieben. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal in die 64-Bit-Umgebung wechseln. Linbo CMD Shell 64. Ups, Shell 64. Ja, und jetzt bin ich in der 64-Bit-Umgebung. Da habe ich nicht so viele Kommandos zur Verfügung, aber ja, das, was da ist, kann ich dann ausprobieren, ob es im 64-Bit-Modus läuft. Oder Linbo CMD Start Windows 7. Ja, das würde jetzt das gleiche machen, wie wenn ich auf den Start-Button klicke. Ja, hier muss ich mal nachgucken, wie das mit dem Quick-Sync geht. User bin Start Limbo CMD. Ja, die ganzen Kommandos sind hier am Ende beschrieben. Sync Start, Quick Start. Ah ja, wenn das in der Konfigurationsdatei drinsteht, dass er einen Quicksync macht, dann macht er automatisch einen Quicksync bei SyncR. SyncL Force Full. Ja, also Syntax wäre Linbo CMD Sync. Ja, local wäre von der Cache-Partition, remote wäre vom Server Windows 7.
Ja, und dann guckt er auf dem Server nach, ob es eine neue Windows-Version gibt, ob die sich geändert hat, patcht die Registry und synchronisiert die dann. Lokal, ja, wird er dann von der Cache-Partition einen dateibasierten Sync auf die Festplatte machen. Da ich hier in der start.conf kein Quick-Sync angegeben habe, macht er das jetzt über alle Dateien, die in dem Windows drin sind. Das dauert dann schon 10 Minuten, also da muss man nicht drauf warten. Ja, also im Prinzip ist dieses GUI, was wir hier sehen, einfach nur ein hübscher grafischer Wrapper für ein Shell-Skript, was die ganze Arbeit erledigt. Ja, und als grafisches GUI für die Festplatteninstallation, falls man F-Disk und Co. nicht so mag, ist ja auch noch gepartet mit drauf, womit man dann die lokale Platte dieses Clients umpartitionieren kann, eine entsprechende Start.conf generieren kann und dann eine neue Vorgabe für die Rechner in diesem Klassenzimmer generieren kann. Okay, ja, so viel zu Linbo V3. Jetzt würde ich mich über Fragen freuen, wenn ihr welche habt. Keine? Alle erschlagen? Glücklich? Lieber in die Pause? Ja, gut, dann. Erstmal Schluss, 10 Minuten Pause, bisschen verschnaufen. Dann geht's weiter mit Jitsi. 3D-Drucker aktiviert.